So, jetzt sitze ich hier mit Terrorlocaust. Hello, and please introduce yourself. Hi, I'm Javi. Nice to meet you. First very important question here is, what's your favorite beer? My favorite beer? So, to be honest, I don't like the beer. I prefer cider. Good choice. But I like the Belgian beer, yeah, of course. Hallo, Faded. Guten Abend. Und du bist gerade auf Tour mit? Aesthetic Perfection und Terrorlocaust. Genau. Und heute ist das Ende eurer Tour, ne? Wie lange wart ihr unterwegs? Ich glaube 3,5 Wochen. Es waren 15, 16 Shows, irgendwie sowas. Hallo Daniel. Hallo. How are you? I'm good. Yourself? Yeah, I'm fine. Cool. How is your German? Es funktioniert. Es ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Okay. Ja. So, du hast schon mal in Österreich gelebt oder irgendwo? Ja, für fast sieben Jahre in Österreich, in Salzburg. Ja. Salzburg. Mhm. Der Dialekt, den hört man. Echt? Ist das so offensichtlich? Okay. Ja, manche Leute sagen, dass mein Akzent ist eine komische Mischung aus amerikanisch und österreichisch. Ja. Ich kann nichts dagegen machen. Ich finde es gut. Möchtest du denn jetzt, frage ich mal kurz vorab, lieber in Englisch antworten oder möchtest du in Österreich? Englisch ist viel einfacher für mich. Okay, gut. Heute ist ja das Ende von eurer Tour. Ja. Und was war denn eure Lieblingsstadt? Oh, I think tonight will probably be my favorite. Our last show here with Covenant was beautiful. It was really, really an amazing experience. So I think tonight's going to be the number one. Glauchau was also really cool. To be honest, I think right now was probably in Sheffield, because Sheffield is always special. I don't know why. So I don't know. Berlin also was really great, and yesterday in Sweden was really awesome because the audience was really impressive for the first time. We are really really funny. I'm happy about this. So. Meine Lieblingsstadt ist und bleibt immer Sheffield, weil die Bude ist immer brechend voll, da sind immer 600, 700 Leute, die schreien schon, bevor überhaupt die Show losgeht, und das ist dann da 90 Minuten nur Party und danach halt geht das weiter bis 5 Uhr morgens. Das, ich sage mal, Sheffield ist meine Heimat außerhalb von Hamburg, wenn ich nicht in Hamburg bin, sozusagen. Mhm. Weil da habe ich auch meinen Geburtstag schon gefeiert, also deswegen bin ich sehr gerne in Sheffield. Das Essen war am besten in? Das Essen war am besten in Zürich. Heute war es ziemlich gut, aber in Zürich gab es irgendwie 4 verschiedene Varianten. Das war alles wie von einem guten, ziemlich guten Koch gekocht. Ja. Doch mit Abstand in Zürich am besten. The food? Wow. Difficult questions. So, I think Zurich, okay. Switzerland. I love cheese, I love chocolate. Surprisingly, the best food was in the UK. Okay. They're not known for their good food, but our roadie Christian has a restaurant in Bristol, and it is fabulous. It's definitely some of the best food I've had in a long time. Cool. Was magst du an Touren und was nicht? I don't like not sleeping in a real bed. Tour bus is like sleeping in a coffin. I like playing music. I mean, that's what makes it all worthwhile, because you know, you get to stand in front of people and you know, just do what you love. So yeah. that's the most amazing part about this. Die Shows mag ich sehr gerne, und ich mag sehr gerne mit meiner Band zusammen unterwegs sein. Also in dem Fall, heute sind es jetzt Daniel Meyer, Joe Meyer und Marco Visconti. Da kommen dann noch manchmal andere Leute dazu, wie Jörg Lütgemeier von Straftanz und so, aber die wohnen alle nicht in Hamburg. Das sind aber alles sehr gute Freunde von mir, und deswegen, sei es Einzelshows oder eine längere Tour wie jetzt, die mal halt am Stück da zu haben und am Stück mit denen Zeit zu verbringen, ist halt das, was ich wirklich sehr gern mag. Was magst du denn nicht am Touren? Schlechtes Essen, zugige Luft,
Also schlechtes Essen im Sinne von ungesundes Essen. Duschen kriegt man mittlerweile auch überall. Also das ist ja manchmal so, dass er dann irgendwie, dass der Club hat keine Dusche, also der Club hat dann keine Dusche und du bekommst verschwitzt von der Bühne und denkst so, fuck, ich würde jetzt gern duschen, aber das hat sich mittlerweile auch irgendwie gegeben. Any funny backstage stories, insiders? It's so funny, people always ask me that and I can never remember. And so then after the interview's done, I'm gonna go upstairs and think, oh no, I know a really, really, really good one. I think for the most part, we just all drink way too much vodka at the end of the night and just go crazy. So I think every night is probably too insane. I think I should probably take a little bit of a break. I won't get one though. And are you homesick? Always, yeah. Yes, yes. I love touring, but I really, really miss my bed that doesn't move and have an engine underneath it. Yeah, it'll be nice to get home, see my wife, see my cat. So, do you live in Hollywood now? I live near Santa Monica, but yeah. Is that in Hollywood? Yeah, well, I'm from a city just, I think, 80 kilometers outside of LA. And when I turned 18, I moved to Hollywood and spent the first, you know, spent about 4 or 5 years there. And then I just decided, okay, I'm going to move to Europe, see what happens. And I moved to Berlin, and my plan was to stay for 1 year. And then I went to Salzburg, and I stayed there for almost 7. So in love, you're in love with Salzburg? I am. Yeah. It is really the most beautiful city I've ever seen. But you move? Yeah. I'll probably go back, to be honest with you. I think when all of this music stuff is over, I can go and retire in Salzburg. Yeah. As a Rentner. Als Rentner, yeah. Schweinebraten essen und Knödel und so. You're from Spain, right? Yes, from Barcelona. From Barcelona? Yeah. From Barcelona very much. I was 2 times. Yeah, really? Yeah. Okay. My Spanish is not good, but I like the town. Oh, yeah. I like the way to live direct at the beach, okay. Also when you have this old city. No, you have, I don't like the beach, but I like Ramblas, I like Sagrada Familia, well, everything that you want for tourism. I feel like a tourist guy. So Barcelona is really nice. I like the beach in night, yeah. So because it's really relaxing. You can drink something with a lot of friends for, it's really, with nice weather, to be honest, by the way. So, Barcelona and all the coast, Mediterranean coast, is great. Hollywood stellen wir uns ja alle immer sehr glamourös vor hier in Deutschland. Yeah. Ist das so, wirklich? No, not at all. There are parts that are very, very nice, very, you know, glitzy and all of this kind of stuff. But for the most part, it's just a really, really big, dirty city. Yeah. And it's my home, I love it, but a lot of people, when they go to LA with this kind of idea in their mind that they're going to see some, you know, just Tom Cruise walking down the street, it's just not like that. So I think most visitors are a bit disappointed. So you have no pool? I do have a pool. You have a pool. I have a pool. Cliché. Yeah, I'm sorry. My pool is surrounded by really, really high trees, and so it never gets any sunlight. So even if it's really hot, the pool is freezing. It's like ice. So I never swim. Nur für die Füße, so zum Eintauchen. Yeah, genau. But your music doesn't sound like that you live in Barcelona. It's so hateful and aggressive. Where yeah. Where it's coming from. Yeah, so we have a lot of influence with a lot of bands because our mind is really open. I don't listen to anything so electro or gothic, or I listen everything, a lot of music, a lot of things. I love bands like Editors, I love bands like Nine Inch Nails, bands like Coldplay, like AC/DC, like wherever, Skinny Puppy. For me, all the bands have a one respect and I love it. Auf dieser Tour stellst du ja dein neues Album Atoms and Emptiness vor. Mhm. Das ist innerhalb von einem Jahr entstanden unter besonderen Bedingungen, ja? Ja, das ist jetzt so, dass, also was ich ja immer gesagt habe, ist, dass Faderhead-Alben immer eine ziemliche klare Repräsentation von dem sind, wie es mir geht. Wenn es mir gut geht, mache ich ein lustiges Album, wenn es mir schlecht geht, mache ich ein düsteres Album oder eine EP, wo nur Balladen drauf sind oder sowas. Und letztes Jahr ist so viel schief gegangen,
Von jetzt irgendwelchen geschäftlichen Sachen über Trennung von meiner Verlobten, was weiß ich, also tausend Sachen, dass ich ständig geschrieben habe, Songs geschrieben habe und da halt auch nichts wirklich Positives bei rumkam, weswegen das Album sehr schnell fertig war, also es ist sogar nur 11 Monate nach dem letzten rausgekommen und es klingt halt schon für Faderhead-Verhältnisse relativ düster, ja, oder melancholischer, wie man es nennen will, ja. Und das finde ich auch völlig okay so, weil das ist halt wenigstens authentisch. Wenn ich jetzt irgendwie bei der Dirty Girls schreien würde, obwohl es mir nicht danach ging, dann fände ich das halt irgendwie ein bisschen unrealistisch. Irgendwie. So, dein neues Album ist, wenn ich das mal sagen darf, sehr poppig geworden. Hast du, also ich persönlich finde das sehr gut. Ich mag das mit mehr Melodie, finde ich sehr gut. Aber eine Menge Fans finden ja auch, dass das früher besser war. Hast du Angst, Fans zu verärgern oder nicht? Oder ist dir das egal? It's not like I don't care. Mm-hmm. You know, it's hard when you spend years working on something, yeah, when people are disappointed and write you and say, oh, you suck. You know, what, you used to be good, now you're terrible, now you're a sellout and all this kind of stuff. It's hard to hear that because, you know, I'm a person and I care, I have feelings and I care about the things that I work on. But at the end of the day, I realized that I'm never going to make everybody happy. It's impossible. So even if I stayed with that same sound, people would say, you never changed. You know, I'm disappointed. Now I hate you. Now you suck. So I think I've just found a way to accept that not everybody's going to be happy and that if I just follow what I want to do, then you know, that's what's gonna connect with people, because that's what I want to do, is connect with people through music. Welche Songs sind denn vom neuen Album live bisher am besten angekommen? I would say Lights Out. Yeah, I didn't really expect that one to go over well until people kind of got used to it, but the second it begins, people are like, yeah! So that's kind of a good feeling. It's nice. Das neue Album kommt jetzt aber nicht schon wieder in einem Jahr, oder? Nee. Ich mache jetzt erstmal tatsächlich Pause, weil unabhängig davon, dass das Album sich aus Inspirationssicht schnell geschrieben hat, fand ich es ein bisschen zu leicht, das Album zu schreiben. Es klang sehr schnell, wie Faderhead klingen soll. Und das war bei allen anderen Alben vorher nicht so der Fall. Und ich würde jetzt gerne mal was anderes machen, 1-2 Jahre, und mal gucken, was weiß ich, wie das wird. Und dann wieder weiter Faderhead-Geschichten machen. Aber das Witzige ist ja, ich habe das irgendwo in einem Interview auch schon mal gesagt, und dann hat mich jetzt auf dem Etropolis-Festival einer angesprochen, weil ich habe gehört, du hörst auf. Und ich so, wieso? Ja, ich habe gehört, du machst jetzt kein Album mehr. Und dann hab ich gesagt, Leute, die meisten Bands machen alle 3 Jahre ein Album. Wenn ich mal ein Jahr kein Album mache, heißt es direkt, ich höre auf. Also das ist natürlich auch Quatsch. Also von daher, es ist jetzt einfach nur, dass ich wahrscheinlich nicht nächstes Jahr wieder ein Album mache. Schadet ja auch nicht. Ja, vielen Dank für das Interview. vielen Dank. Immer wieder gerne. Okay, thank you very much. You're welcome. You're Enjoy welcome. Your gig here in Hamburg. I hope you like it. Yeah, I hope so too. But I think I will. How long have we to wait until the next album? Yeah. I just spent 3 years writing this one. Do I have to think about the next one, really? Honestly, I've already started working on it because I can't ever stop working. Yep. So I think I've got like 6, 7, 8 songs, you know. Cool. Okay, dann sage ich vielen Dank, Daniel, für das Interview. Ja, gerne. Viel Spaß noch heute Abend. Danke sehr. Und wir sehen uns wieder auf der nächsten Tour, würde ich sagen. Ja, hoffentlich.